Guten Tag, mein Name ist Andrea Hoff-Domin. Ich bin der Broker der Florida Dream Homes Realty in Fort Lauderdale. Und in meinem heutigen Video möchte ich Ihnen etwas über den Begriff Realtor erzählen. Der Begriff Realtor ist ein geschützter Titel, der von der National Association of Realtors in den Vereinigten Staaten vergeben wird. Was ist nun ein Realtor? Häufig wird der Realtor mit dem Wort Makler ins Deutsche übersetzt. Das ist aber so nicht ganz richtig. Um Realtor zu sein, sind folgende Bedingungen unbedingt zu erfüllen. Sie müssen hier in den Vereinigten Staaten ein Studium absolvieren, das erfolgreich mit einem Staatsexamen abschließen. Wenn Sie das gemacht haben, bekommen Sie Ihre License. Jetzt können Sie mit dieser License zusammen mit einem Broker arbeiten als Real Estate Professional. Sobald Sie mit einem Broker zusammenarbeiten, müssen Sie auch den unterschiedlichen Kammern beitreten. Das ist einmal die National Association of Realtors, dann ist es die Florida Realtors in dem Fall des Staates Florida und ein lokales Board. In meinem Fall ist es die Realtor Association of Greater Fort Lauderdale. Wenn Sie diesen Kammern beigetreten sind, müssen Sie einen Eid ablegen und erst wenn Sie diesen Eid abgelegt haben, dann dürfen Sie sich Realtor nennen. Der Sinn des Eides ist, dass man sich als Real Estate Professional zu dem Code of Ethics verpflichtet. Und dieser Code of Ethics ist die Vorbedingung, dass Sie sich Realtor nennen dürfen. In diesem Code of Ethics wird genau festgelegt, wie ein Real Estate Professional sich gegenüber Kunden zu verhalten hat, egal ob es Buyer oder Seller sind, wie er mit anderen Realtern zusammenarbeiten muss, wie er sein Geschäft zu führen hat. Also alles Dinge, die nur zum Vorteil für Sie als Kunden sind. Es ist daher unbedingt wichtig, dass wenn Sie hier eine Immobilientransaktion in Florida abwickeln, dass Sie sich einen Real Estate Professional suchen, der den Titel Realtor führt. Das können Sie auch daran erkennen, dass der Realtor, das sogenannte R der Association of Realtors auf seiner Seite hat und das darf er nur dort auf seiner Seite haben, wenn er auch Mitglied bei der National Association of Realtors ist. Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video und schicken Sie mir eine E-Mail. Wir können uns dann gerne in einem persönlichen Gespräch über dieses Thema unterhalten. Vielen Dank und einen schönen Tag.